Guten Morgen, Leute, zu Tag Nummer 11, glaube ich. Heute ist ein sehr anstrengender Tag. Wir haben schon gefrühstückt und gegessen. Motiviert. Wäsche haben wir sogar auch noch aufgehangen. Heute ist das Wetter richtig gut. Richtig, richtig gut. Wir probieren gleich mal wieder unser schönes Alipay aus. Das geht ab zum Schachclub. Um 9 Uhr geht's los. Wir sind wahrscheinlich ein bisschen zu spät wieder. Aber das macht nichts. 8:52 Uhr. Wir sind mit den Fahrrädern jetzt relativ schnell dort. Ich nehme heute meine kleine GoPro nur mit. Wir kommen am Mittag wieder zurück und dann geht es nämlich am Nachmittag richtig ab. Vormittag wird es ein bisschen gechillt im Schachclub. Nachmittag wird richtig geil. Wie gesagt, jetzt mit den Fahrrädern zum Schachclub. Also im Schach ist irgendwie leider gar nichts los. Und im Tischtennis auch nicht und im Ballett auch nicht oder Tanzen. Deshalb. Und jetzt sind wir hier hochgelaufen auf der anderen Seite. Und hier ist irgendwie so Ringen und das ist so Kampfsport allgemein und Boxen und keine Ahnung was. Jetzt haben wir überlegt, schauen wir mal ein bisschen rum, nachdem der Wärter auch nicht wusste. Also der Wärter unten wusste auch nicht, wann das Schach losgeht. Wir haben irgendwie keine Ahnung, wieso es nicht losgeht. Jetzt nutzen wir die Zeit und schauen hier ein bisschen zu. Smallest D-shell. Okay. Just one cup? Yeah, one cup. And hazelnut flavored latte. Hazelnut? Yeah. The hot? The medium one. The ice? The ice one, please. Ice. Und? Wie findest du es hier so zum Bestellen? Hazelnut flavored latte. Zuerst Ausländer? Okay. This one? Yeah, it's macchiato. Yeah, it's this one, yeah. Okay, you want to change this one? Oh yeah, it's a new one, right? Yeah, I'll try this one. Sieht gut aus. Ich kann sogar Englisch. Wie findest du so als Ausländer hier zu bestellen? Ich kann sogar Englisch. Von 10 Punkten, wie viele Punkte würdest du im Laden geben? Ich fühle mich wieder heim. Das heißt? So vom Level hier, wie du es empfehlen würdest? 9 von 10. 9 von 10, okay. Einzig nur, dass hier so viele Chinesen sind, das bin ich gar nicht gewöhnt. Okay. Denen normalerweise nicht zu Starbucks. Ah, ja. Yeah.
kurz Update, Leute. Ich glaube, das ist zu nah. Wir haben uns hier so ein Boot ausgeliehen. Das hat aber sogar einen Motor, das ist ganz witzig. Das Pferd. Und wir haben irgendwie so eine halbe Stunde hier gekauft, das ist eigentlich richtig chillig. Haben irgendwie so ein paar Crashes gemacht schon. Also wir haben irgendwie so 10 Uhr an Kaution bezahlt, wir waren aber wieder zurückgekommen. Also bisher ist zumindest noch kein Wasser hier drin, das ist schon mal ganz gut. Nein, die Bluetooth-Box mit der Musik ist eh wasserfest. Ja, jetzt fahren wir wieder zurück und weiß nicht, was wir dann machen. Wie viel Zeit haben wir noch bis zum Schach? Eine Stunde. Oh, noch viel zu lange eigentlich. Lass auch auf den Fake-Markt gehen. Ja, okay. Hast du schon die Tiere gesehen, die so festgehalten werden hier in China? Das Käfig auf der Straße? Nee. Hast du schon entlang gegangen? Nee. Dann lass mal zum Fake-Markt gehen, ja. Typisch China. Wie lange haben wir noch Zeit, bis unsere Zeit abgelaufen ist? Mindestens 2 Minuten. Das ist Hotpot, gell? Was, Hotpot? Simis erste Mal Hotpot. Oh, geil! Da hab ich richtig Bock drauf. Mal schauen, wie scharf es wird. Oh, ist also scharf? Hier können wir mal schauen. Sichuan Famous Volk Hotpot. Das stand auch noch auf unserer Liste, das ist sehr gut. Ich freue mich schon drauf. Also Hotpot ist so ein bisschen Spezialität. Hier sehen wir schon, wie das aussieht. Okay. Wie sieht's aus? Also das ist überhaupt das geilste Essen, das du hier kriegen kannst. Das ist so Lamm, solche Spieße und dazu kommen noch Gemüse und so. So geil. Und danach ins Kino? Und danach Kino, ja. Sehr also ich gut. Hoffe mal, wir trinken nicht zu viel. Füllt schon mal ein. Ich will den auch mal probieren. Das ist so Champagner oder anscheinend? Ja, das ist schon Champagner. Ja. Okay. Es ist immer sehr anders auf jeden Fall. Ja. Ach, und dann sind gleich so Neymar. Und ich habe mir jetzt neue Schuhe gekauft. Das sind eigentlich ganz gut. 20 Euro. Und wir haben den Großbestellung Fußballtrikots aufgegeben. Also eine richtige Großbestellung. Also hier kann man gut. Nike, Adidas sind so Kram kaufen. Das wird ziemlich billig. Ja, wir wissen nicht, ob es real ist. Und Fußballtrikots. Sieht sehr gut aus. So ist das bei so einem Automaten und da kann man für einen Yuan, also für irgendwie so 10 Cent, für 10 Cent kann man das einmal versuchen, bei uns in Deutschland kostet es so 1 Euro. Eigentlich würde ich so einen Scheiß nicht machen, wenn das ultra die Geldverschwendung ist, aber für irgendwie 10, 15 Cent einen Versuch ist sogar ganz okay. Jetzt haben wir hier ein paar von den 1 Yuan Dingern. Ja, schauen wir mal. Okay, let's go. You start. Let's go. You go first. Also, den erstmal hier so rein, ne? Ja. Das ist 57 Sekunden. Er geht ja voll. Das ist voll viel Zeit. So, oder? Das kann gar nicht funktionieren, das aber kann auch nicht. Bist du sicher? Ja. Are you sure? Alter. Alter, fast. War richtig knapp. Wenn man das Band. Nee, das geht gar nicht. Egal. Ich probier's nochmal. Das kann so gar nicht funktionieren. Und ist es? Krass. Vor allem ist es ein 3D-Film. Das ist 3D. Das ist ein scheiß 3D-Film. Das ist richtig wenig los und wir haben ungefähr den besten Platz im Kino. Richtig krass. He showed us that we could go somewhere without going anywhere at all.